Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom fröhlichen Erzählelektronik-Basteln. Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, geht es mal wieder um die Express-LRS-Schaltmodule. Ich will noch mal ganz kurz das Setup erklären, obwohl es ja eigentlich immer dasselbe ist. Wir haben also hier einen Express-LRS-Sender. Diesmal ist es meine FreeSky X12S. Die hat ein externes Express-LRS-Modul, also kein externes. Der externe Modulschacht, wie man unschwer erkennen kann, ist noch frei. Haben wir also ein internes Modul diesmal drin. Und auf dem Basteltisch befindet sich natürlich auch ein Express-LRS-Empfänger. Der wird hier oben von dem kleinen Schaltregler versorgt mit 5 Volt und an dem Schnittstelle oder an der einen, jetzt muss man ja mittlerweile sagen, an der einen seriellen Schnittstelle des ELRS-Empfängers haben wir dann die Busverteilerplatine und da sind die 4 Schaltmodule angeschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Adressen diese Schaltmodule haben. Das Einzige, was ich mir merken konnte, ist, dass dieses Schaltmodul, wo auch dieser kleine Motor an dem Kanal oder an dem Ausgang 2 angeschlossen ist, dass dieses Schaltmodul die Adresse 3 hat. Und deswegen habe ich hier schon mal auf der Fernsteuerung auch ein Widget für die Adresse 3 konfiguriert. Ja, und das wollen wir uns jetzt etwas näher angucken. Da zoome ich doch noch mal ein bisschen näher dann ran, sodass wir also das Schaltmodul und auch das Widget hier und auch den kleinen Motor noch sehen können. Ich mache noch mal eben vielleicht die Lampe aus, die blendet da ein klein bisschen. Ja, dann kann man immer noch alles so halbwegs erkennen. So machen wir das jetzt mal. Und genau, es ist noch alles in Betrieb. Das Schaltmodul blinkt auch noch. Man sieht den Rest zwar jetzt nicht, aber das macht ja nichts. Deswegen, ich versetze das jetzt mal hier in Fullscreen. Genau, und das sieht jetzt eigentlich aus wie immer, bis auf eine Ausnahme, diese Slider, die dort oder Schieber, die dort zu sehen sind. Also die Grundfunktion war ja bisher klar. Wir haben also die verschiedenen Schalter. Das sind also so Ein- Ausschalter. Genau. Hier auch. Die können auch durch logische Schalter auf der Fernsteuerung betätigt werden. Also man muss das nicht über den Touchscreen machen, sondern es geht auch jede andere Form, zum Beispiel von mir aus hier über Trims oder über die physischen Schalter, kann man das also entsprechend auslösen, egal ob das ein Taster ist oder ein Schalter. Was neu ist, sind diese Schieberegler und dazu schauen wir uns einfach mal den kleinen Motor an. Der ist momentan im Stillstand. Ich habe die Achse ein bisschen schwarz angemalt, dann kann man das gleich besser sehen. Und dieser Motor ist am Kanal 2 von dem Schaltmodul dort angeschlossen. Und ich kann jetzt tatsächlich die PWM-Frequenz mit Hilfe des Schiebers hier ändern. Man hört das vielleicht auch so leicht, dass der sich dreht. Aber man sieht es jetzt auch an der Achse und die Drehgeschwindigkeit kann ich hier dann frei wählen, sozusagen im laufenden Betrieb. Natürlich konnte das Schaltmodul eigentlich schon immer PWM-Modulation an seinen Ausgängen, das heißt beispielsweise um LEDs zu dimmen. Aber das hat man eigentlich statisch in dem Modul konfiguriert über das Express-LRS-Skript. Und jetzt kann man das also hier genau. Wie man also ein- und ausschalten kann, kann man das jetzt hier bedienen, als hätte man in seiner Fernsteuerung einen zusätzlichen proportionalen Kanal. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Also alle die Ansteuerung der Schaltmodule oder auch dieser konfigurierten Proportionalkanäle, das geht übrigens alles über eine Textdatei. Das ist also außerhalb der normalerweise übertragenen 16 Kanäle. Also das belegt überhaupt keinen Kanal. Die 16 normalen Kanäle bleiben also vollständig erhalten und das mit den Schaltmodulen ist alles zusätzlich. Genau, wem das ein bisschen fummelig ist,
den Schieber da so direkt zu bedienen. Der kann das also auch mit einer größeren Variante machen, die dann so aufpoppt. Kann man das ein bisschen besser bedienen und dann kann man das wieder schließen und dann kann man den hier wieder regeln. Bei dem zweiten Schieber hat sich da jetzt nichts getan. Wer genau beobachtet hat, der hat gesehen, dass da keine weitere LED anfängt zu leuchten. Ja. Man sieht das, da kommt also kein Licht, was heller oder dunkler ist, hinzu. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Schaltmodul noch nicht dafür konfiguriert worden ist, auch für den nächsten Kanal, für den Kanal Nummer 3, also 0, 1, 2, 3, auch Proportionalwerte zu empfangen. Das muss man mithilfe des ExpressLRS-Skripts noch zusätzlich einstellen. Genau, das war es eigentlich schon. Und auf die Darstellung, wie das im ExpressLRS-Skript zu konfigurieren ist, verzichte ich jetzt mal. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ja, das waren die latest News zu den Schaltmodulen. Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.